So, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich habe jetzt zum Glück Hilfe bekommen, und zwar. Einen Moment, da ist es. Oh. So, wir laufen hier erstmal ganz kurz weg. Lassen hier auch erstmal die Zombies kommen. Wieso leckt das so? Ich habe die Option mal ganz kurz hochgestellt gehabt. Wieso sind sie hier noch hochgestellt? Ich habe sie doch wieder runtergestellt. Naja. Willkommen zurück auf jeden Fall zu 7 Days to Die. Jetzt machen wir hier erstmal alles richtig. Das hängt. Jetzt sollte es gehen. Hallo. Ich habe Hilfe bekommen von Ian Missfeld. Und zwar hat er mir erstmal gesagt, wie man denn diese Pfeile macht. Also, dass ich nach Arrows schauen sollte und nicht nach den Bolts. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Weil ich habe mir schließlich auch kein Crossbow gemacht, sondern so einen normalen. Bisschen schneller. Dachtest du, hä? Schaffst du aber nicht. Amateur. Ich hab dich gehört da hinten. So ist es nicht. So. Und jetzt wieder so ein ganz kleiner Hänger. So, jetzt mal gucken, wie wir uns hier mitschlagen. Level up. Wow. Naja, okay. Natürlich, dass ich gerade ein bisschen ruhiger bin. Ich war ja gerade ein bisschen zu sehr beschäftigt mit den Zielen. Ah, also Headshot ist instant tödlich, wenn man den trifft. So, hier rechts auch ein schöner kleiner natürlicher Turm. Das wäre sowas, wo ich mir drauf auch ein Haus vorstellen könnte. So, jetzt kann man hier wieder richtig anfangen. So, bei mir ist es gerade, was weiß ich, irgendwie 10 Uhr oder so. Ja, kurz nach 10. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich der einfach da entschuldigt, dass ich jeden Tag heute, also dieses Wochenendes, jeden Tag um 15 Uhr eine 7 Days to Die Folge bringe. So, die will ich hier aber noch mitnehmen. Die könnte wichtig sein. Ha! Ich ahnte es doch. So, einmal tauschen. Jeden Tag eine Folge. Sprich, ihr bekommt. Schade, zu spät. Ich höre doch hier irgendwo noch eine laufen. Nee, wir machen es erstmal so rum. Erstmal das ganze Brass hier eintauschen. Ja, dass jeden Tag eben eine Folge kommt. Übers Wochenende verteilt. Das wird dann allerdings auf 15 Uhr gelegt. Weil ich habe für Samstag 13 Uhr schon einen Ersatz genommen. Oder ich habe schon eine Ersatz-Town of Salem-Folge aufgenommen, die dementsprechend kommen soll. Und dementsprechend verschiebe ich das einfach auf 15 Uhr. Ab Ostermontag ist wieder ganz normale Wochenalltag da. Solltet ihr sehr viel 7 Days to Die wollen, werde ich auch einfach sagen, okay, ich passe das an. Kann man auf jeden Fall machen. So ist es nicht. Dann wird. Oh, ich sterbe fast. Du gibst auch Help, oder? Ja, zwar nur plus 5, aber das ist mir gerade mal egal. Bin schon wieder beinahe tot. Wäre super Anfang gewesen, auf jeden Fall.
So, jetzt geht's erstmal in die Stadt rein. Bisschen auf Distanz zu gehen. So, wie dem auch sei. Ich hoffe, jetzt habe ich das endlich geregelt. Auf jeden Fall gibt es ja dementsprechend jeden Tag um 15 Uhr eine Folge 7 Days to Die. Und ab Montag wird es erstmal, so ist zumindest geplant, wieder auf Standardplan gehen. Möglich wäre auch, das Ganze nochmal ein bisschen zu verschieben. Wenn ihr sagt, ihr hättet gern eher 7 Days to Die, dann kommt eben auch mal unter der Woche ganz normal etwas früher was, also nochmal was. Wird auf jeden Fall angepasst dann. So, Holz. So, das dauert ganz schön hier, muss man schon mal sagen. Aber es ist ja eben dieses eher weniger filigrane Werkzeug. Dieser Pfeil und Bogen, dieser selbstgebastelte. So. Tue ich, dass hier gerade ein bisschen ruhiger bin wieder. Ich will natürlich noch ein bisschen hier am Pfeil und Bogen üben. So, das ist vorerst der einzige. Den gehen wir so an. Damit machen wir hier auch diese sowieso schon fast zerstörte Steinaxt los. Also, du könntest mir mal irgendwie was Medizinisches mitbringen, auch wenn du keine Ärztin bist. Na komm. Und wieder umlegen. Und dann hier erstmal. Das war jetzt. Die ist schon krass. Also zwei Treffer mit meinem Pfeil und Bogen. Und du lebst noch? Das ist nicht nett. So. Wir lernen erstmal ein Buch. Und zwar das Home Maintenance. Den Clawhammer haben wir jetzt schon mal freigeschaltet. Das Repair Tool, das sind Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen. Was wir brauchen, ist erstmal dieses Haus zum Looten. Naja, Blei ist jetzt nicht so das Wahre. Gehen hier erstmal nach oben. Ich hoffe, dass das wirklich einigermaßen hier hält. Ah, schau mal einer an. Dass das hier einigermaßen hält. Oh, das sieht aber böse aus. Ah, jetzt. So, wir haben noch hier Hose. Also bei mir sind gerade riesige FPS-Einbrüche. Langsam regeneriert sich das Ganze wieder, aber trotzdem hier in diesem Bereich nicht spielbar. Leider. Das heißt, wir müssen die Einstellung noch weiter runter machen. Wir machen es einfach mal komplett runter. Ist zwar überhaupt nicht schön, dass das so weit runtergehen muss hier. So. Wow. Was war das denn? Das ist aber auch cool, wie da drüben das Ding hängen bleibt und so. Naja, ich hoffe, dass das jetzt hier konstant hält. Hier kommen wir so nicht durch. Ah! Sieh mal einer an. Das ist ja obercool. Das ist doch jetzt mal wirklich cool. Da haben wir ja schon lange drüber. Also, ich habe mich ja schon länger drüber aufgeregt, dass das nicht möglich ist. Und jetzt geht es. Das ist super. So, Repair Tool, aus dich machen wir Eisen. Und dann geht es auf jeden Fall hier weiter. Wir müssen gleich mal gucken, wie die Einstellungen, die Grafikeinstellungen jetzt von draußen auswirken. Müssen wir gleich mal gucken. So. Wir könnten hier aber erstmal so ein bisschen Wasser abkochen auch noch. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall noch Steine.
Wir brauchen insgesamt, glaube ich, 8 Steine war das für ein Campfire. Noch 3, noch 2. So. Zack und zack. Wir haben aber noch keinen Kochtopf, fällt mir gerade ein. So, die Feder nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Jetzt sieht man halt schon, wenn das extrem runtergestellt ist, ist das nicht mehr ganz so schön. Aber da kann ich leider nichts machen. So, wir werden jetzt gleich in irgendein Haus mal einbrechen müssen, um an die einen Kochtopf zu kommen. Wir haben noch keinen. Und das ist gar nicht schön. Ich muss ganz kurz noch mal gucken, wie viel wir jetzt eigentlich zeitlich schon haben. Durch dieses Rausgetappe, also in die Optionen gehen, hat sich bei mir die Aufnahme aufgehangen. Dementsprechend muss ich dann noch mal gucken. Da müssen wir ja schauen, weil ich möchte so diese Standard 25 Minuten Folgen haben. Naja, also komm. Damit das wenigstens konstant in diesem Niveau bleibt, in diesem Bereich. Wow, also damit kann man echt nicht wirklich direkt töten. Das waren jetzt einige Körpertreffer, natürlich ging es jetzt nicht in den Kopf. Aber man merkt, ich bin auf jeden Fall nicht als Indianer geboren worden. Habe ich da hinten gerade so ein Fenster kaputt geschossen? Das wäre cool. So, was wir hier auf jeden Fall mitnehmen, ist, wenn es noch möglich ist, das Schwein. Komm, schneller. So. Da war ich jetzt erstmal ein bisschen ruhiger, weil ich hier wirklich bei diesen Schüssen konzentrierter sein muss als vorher. Irgendwie gelingt es mir damit noch nicht ganz, die Zombies zu töten. Ich bräuchte langsam aber sicher auch mal so ein bisschen Materialien zum Heilen. So, einfach nur in den Kopf. So. Flashlight. Die nehmen wir doch mal mit hier. Dafür brauchen wir das Fett nicht. Ich nehme an, dass das hier wahrscheinlich auch Brass ist. Nee, Scrap Iron. Okay. Dich brauchen wir nicht. Dich nehmen wir hier mit runter. Dich brauchen wir nicht. Ich tue mir hier rein. So, wenn wir mich jetzt hier ein bisschen näher kommen, können wir die verprügeln mit unserem Iron Reinforced Club. Richtig schön. Ich will gucken, ob wir inzwischen den Crossbow machen können. Na komm. Crossbow, Lederstreifen und Forged Iron. Nee, geht noch nicht. Ich kam noch gar nicht an das Forged Iron ran. So, hier haben wir eine Tür offen. Wir beschäftigen uns erstmal hier mit der Dame. Komm. Oh je, das ist viel zu niedrig alles. Immerhin, der hält was aus und mit dem kann man ordentlich zuschlagen. Forgebook, das ist doch mal gar nicht so schlecht. Lesen wir was zwischendurch, wer kennt es nicht? Wenn man in der Zombie-Apokalypse steht, einfach erstmal was lesen.
Du bist wichtig. Komm her, Madame. So. Dann nichts drin, natürlich nicht. Und ich denke, ihr seht diese Lags. Ich komme hier auf 15 FPS. Das geht eigentlich gar nicht. In der Stadt ist es dann doch noch etwas schwieriger, wie es scheint. Aber ein schöner Fernseher haben sie hier. Schöner Fernseher. So. Wir müssen auf jeden Fall mal schauen, wie ich das dann alles hinkriege hier, weil mit diesem Daumenkino zu spielen, das macht keinen wirklichen Spaß. Ich könnte natürlich sagen, okay, ich bleibe einfach von der Stadt weg, aber das ist ja auch nicht das Wahre. So, wir gehen hier mal wieder raus. Wir werden erstmal die Painkiller, um uns wieder ein bisschen zu regenerieren. Wir schauen ganz kurz, was die Uhr sagt. Okay, es sind knappe 17 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. So, wir werden uns jetzt hier erstmal diese Sonnenbrille anziehen. Die Flashlight nehmen wir hier mal mit. Einfach nur um zu gucken, ob sie funktioniert oder ob man Batterie braucht. Nee, sie funktioniert. Oh je. Also ihr seht das Geruckel. Das ist überhaupt nicht schön. Die Einstellungen sind schon sehr weit runtergestellt. Das ist überhaupt nicht schön. So, ihr könnt ja mal sagen, ob es überhaupt Sinn macht, sofern es noch sich so anstellt, hier irgendwas zu machen. Ich sehe das ja gerade etwas schwieriger. Also für mich würde es hier aktuell gar keinen Sinn machen, aufzunehmen, weil das ganze Gelegge. Das stört ja nicht nur beim Spielen, sondern auch beim Zusehen. Also geht ja gar nicht, wie das hier hinterher hängt. Das Ding ist, ich müsste eigentlich eins dieser Häuser auf jeden Fall schon mal komplett clearen und einnehmen, um da sicher zu sein über Nacht. Aber ich kann hier nichts machen. Ich kann euch gerne mal die FPS-Zahl anmachen, damit ihr das selbst seht, wie das hier gerade am Einbrechen ist jetzt sogar komplett am Stehen. Also. Und mein Spielgeschehen ist noch immer ein paar FPS drunter der normalen Anzeige, weil ich am Aufnehmen bin. Also ich nehme gerade mit 15 FPS hier auf. Das heißt, Städte sind eigentlich gar nicht besuchbar für mich. Unmöglich zu machen. Und das ist dann auch nicht das Wahre. Guck mal, ein Einkaufswagen. Bier. Aber ihr seht, also, das kann so auch nicht das Gelbe vom Ei sein. Hier in diesem knappen zweistelligen Bereich rumzudruckseln. Ganz und gar nicht möglich. Da muss man schauen, wie wir das irgendwie hinkriegen. Und vor allem, woran das genau liegt. Könnte natürlich an der Grafikkarte liegen. Aber so läuft das leider nicht. Tut mir leid. Ich werde auf jeden Fall hier jetzt erstmal diese Folge beenden und mal gucken, ob ich das bis morgen irgendwie geregelt bekomme. Weil das sind jetzt knapp 25 Minuten. Ne, 20 Minuten sind es leider nur. Aber es macht halt keinen Sinn. Ich kann noch ein bisschen weiter weggehen, noch ein bisschen Bäume fällen. Das können wir meinetwegen machen. Aber für mehr geht es eigentlich aktuell auch gar nicht.
Sehr, sehr schade auf jeden Fall. So, ziehen wir uns hier noch ein bisschen zurück, sammeln noch ein paar Sachen ein. In der Hoffnung, dass das wenigstens gut läuft. So. Die kann mir gestohlen bleiben. Aber selbst hier draußen, ich bin jetzt etwas weiter weg von der Stadt, wie ihr seht, immer noch knapp 15 bis 20 FPS. Das kann es aber auch nicht sein. Sehr, sehr unschön auf jeden Fall. Ich versuche das auf jeden Fall irgendwie zu beheben, damit wir danach etwas mehr Spaß an den weiteren Folgen haben können. Einerseits ich am Spielen, ihr beim Zuschauen. Weil das ist nicht schön. So, wir schlagen hier noch ein bisschen drauf ein. Hoffen, dass der Baum hier bald gefällt ist. Na komm. Irgendwie sehr deprimierend, wenn man so den Wind sieht, dass der Baum im Wind wackelt oder sich im Wind wiegt und ich komme nicht dazu, das Ding kaputt zu schlagen. So. Komm her. Level 6. Oh, da macht es aber Party hier. Das Hunting Knife habe ich schon gelesen. Brauche ich nicht nochmal lesen. So. Noch so eins, zwei Bäumchen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen hier dann anfangen, Sachen zu craften. Den großen Baum hier werde ich auch mitnehmen. Damit ich wenigstens demnächst, auch wenn ich ein Haus eingenommen habe, das sichern kann einigermaßen. Weil es ist ja nicht mehr allzu viel Zeit. So. Dann craften wir uns hier mal noch so. Kann ich zwei Äxte machen? Nein, ich habe kein Holz. Danke. Hierhin. Wir warten. Kommt jemand? Nein. Zumindest höre ich gerade nichts. So, das kommt weg. Die nehmen wir mit. Die lassen wir im Notfall erstmal da verschwinden. So, komm her, Baum. Wir brauchen sie. Sie werden benötigt. Als weiterschlagen. Ich höre zwar schon wieder ein paar Zombies kommen. Da oben ist er auch schon. So. 240, 252, das ist okay. Das ist jetzt gerade ein Stack Woodplanks, die wir hier haben. So. Da kommt noch einer. Das ist auch okay, da habe ich kein Problem mit. So. Weitere Federn sind immer gut. Wir bräuchten jetzt noch so ein paar Steinchen, um zu sagen, Leute, wir können noch weitere Pfeile machen. Aber wir haben noch 28 Schuss. Okay. Da ist noch eins. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. In der nächsten Folge, die dann hoffentlich, wenn es läuft wie geplant, auch vor allem hier mit den Einstellungen und so, morgen Mittag um 15 Uhr kommen soll, alles normal läuft, müssen wir auf jeden Fall die Stadt weiter clearen und uns ein Haus sichern. Weil ich werde mich auf keinen Fall jetzt irgendwo hinmachen und jetzt schon direkt ein eigenes Haus bauen.
Dafür habe ich einfach zu wenig Holz gesammelt. Das wäre etwas problematisch, weil ich vermute, dass das nicht ganz so gut enden könnte. So, Holz, bist du fertig? Du bist fertig, perfekt. Wir haben auch nichts mehr im Inventar, also im Crafting-Fenster. Dann war es das jetzt. Das müssten etwa die 25 Minuten gewesen sein. Mein Blick auf die Uhr sagt mir das zumindest. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn das hier ab und zu etwas laggy wurde. Ich hoffe, dass ich das wirklich gebacken kriege für die morgige Folge. Ansonsten ist das ein bisschen blöd. Und wir müssten uns von Städten fernhalten. Das heißt, wir müssten uns direkt am Anfang schon ein eigenes Haus bauen. Und wir müssen das Zielen auf jeden Fall trainieren. Hallo. So. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Osterfreitag. Schaut ein bisschen bei Kabel 1 vorbei. Da kommt Bud Spencer und Terence Hill. Das ist nie verkehrt. Bis dahin, schönen Abend. Ciao.